ich habe kleinen Finger immer oben bei dem Knob, wo ich den hier habe. Und habe dann sozusagen meine mittlere Hand, die bewegt sich eigentlich nur hier so am Schläger. Und wenn man zockt, dann bewegt man eigentlich nur das obere Handgelenk. Und für Schießen ist eigentlich deine untere Hand sozusagen die ganze Zeit, dass du diesen Flexpunkt benutzen kannst vom Schläger. Das heißt, du hast immer Druck dann unten. Ja. Aber trotzdem ist die Hand halt lose. Eigentlich nur beim Schießen hast du sozusagen wirklich Druck und beim Passen. Ja, okay. Und normal, wenn du halt so zockst oder wie beim Handball ein bisschen dribbelst mit der Hand, dann hast du halt immer die Bewegung von unten nach oben. Also bei uns sagt man auch immer, wer gute Hände hat oder gute Handgelenke, der kann gut zocken auf dem Eis. Gibt es da so Materialunterschiede? Also dass bestimmte Spieler nur mit bestimmten Schlägern spielen? Oder? Ja, also ist immer schwer. Ich bin jetzt nicht so ein Materialspieler. Ich glaube, jeder hat von uns so 12 immer und wenn die leer sind, kommen eine neue. Es passiert schon häufig pro Spiel, dass ein Schläger kaputt geht, aber eigentlich sind die auch sehr gut stabil, muss man sagen. Aber dann schmeißt jeder einfach nur irgendeinen rein oder sind das dann eure individuellen? Das sind unsere individuellen. Also das sehen wir halt auch immer, dass das unsere sind. Okay. Jeder hat eigentlich seine Beschriftung, jeder bestellt die und unser Betreuer, wenn die im Spiel brechen, händigt dann die dann immer aus. Ja. Okay. Gut, beim Handball ist immer so, manche spielen mit einem Ball, der fester aufgepumpt ist, manche ein bisschen platter. Wie ist das im Spiel bei euch? Aber, ja, so ein, zwei Leute suchen dann immer die Bälle aus und dann ist das so der Spielball. Ah, okay. Also ist der Kapitän sozusagen? Oder ist es dann einfach... Nee, bei uns sind das Kim und ich eigentlich immer, gucken dann vorm Spiel immer, was wir glauben, was die besten Bälle so sind. Und dann, ja, dann steht das fest. Ja, ist doch perfekt. Doch einfach, wenn ihr davor entscheiden dürft. Normalerweise haben wir, ja, wie gesagt, einen Schwitzer und dann hast du einen Eierschutz. Und normalerweise hast du dann den Eierschutz, gibt es immer so ein Klett, womit du dann die Socken befestigen kannst. Ja, bei uns ist halt dann sozusagen, das machst du dann sozusagen für die Socken dann fest. Ja, okay, dann ist und das einfach alles rutscht es aber ja, alles okay, nicht verstehe. Mehr. Wie ist das, wenn du so einen Puck gegen die Finger kriegst? Federt das? Also das tut schon weh. Also, nee, Puck ist nicht das Schlimme, sondern Schläger? Eher der Schläger. Ja. Aber normalerweise ist man echt gut gepolstert. Ich würde behaupten, dass es gibt eigentlich keine Schwachstelle, außer vielleicht mal hier, wenn du mal so einen Puck wirklich reinbekommst. Ja. Aber wenn wir zum Schüsselblocken gehen, hast du eigentlich immer deinen Arm davor, dass du dann den Ellbogenschoner hast. Genau. Ja, okay. Also rein theoretisch kannst du dich schon überall schützen, wo es ist. Es kann trotzdem so, ist halt so schnell der Sport, deswegen kann schnell passieren, dass trotzdem was passiert. Ich habe mich einmal geboxt jetzt. Ist das also hier. Ernst dann oder ist das Show? Eigentlich ernst. Ja. Also was heißt ernst? Es ist halt immer so, ich glaube, die zwei Leute prügeln sich, weil die sich übel abfacken im Spiel die ganze Zeit, aber danach gibt man sich halt trotzdem die Hand. Ja, klar. Also das ist halt so, also es ist schon ernst. Also am besten gehst du erstmal mit dem Kopf durch. Körper. Das ist halt der Brustpanzer von den Teutern und da merkt man auch, dass der mehr geschützt ist als so ein Spieler. Und dann, so, ja genau, erstmal die Arme so und dann gehst du da durch. Habe ich das Ding nur rechts oder ist das auf der Nee, Seite? Nee, warte, das ist auch rechts. Ja. Ja. Fühlt sich an? Ich fühle mich nicht so frei wie im Handballtor. Aber ich glaube, damit würde ich auch eine gute Performance im Handballtor hinlegen. Das ist jetzt hier der Eierschutz von Teutern. Wahnsinn. Ja. Also so 12 bis 15 Kilo, wenn du noch Schuhe an hast, also Schlittschuhe. Ja. Der stinkt auf jeden Fall bestialisch. Bei uns gibt es ja auch Verrückte, die waschen zum Beispiel ihre Sachen nie. Die haben dann da so einen Knick. Also wenn du die einmal wäschst, dann spielen die damit nicht mehr. Wenn einer jetzt schießt und er kommt flach, die benutzen ihre Manten immer so und gehen dann sozusagen im Butterfly, nennt man das, dass sie beiden Manten. Das hat mein Torwartkollege auch versucht. Schöne Grüße an Maurice Paske, der hat sich im Knie verletzt bei der Bewegung. Torhüter ist schon sehr, sehr krass. Da brauchst du sehr viel. Was heißt Talent, aber schon sehr viel Skill, um ins Tor zu gehen. Mhm. Also es muss erstens beweglich sein, zweitens musst du sehr, sehr schnell sein, von rechts nach links die ganze Zeit, explosiv. Deswegen, aber brauchst du eine gute Reaktionsfähigkeit, aber ich glaube, das hast du. Ja. Dann musst du halten. Ja, der war doch. Der war Oder war der drin? Mach nochmal hier. Ja, sind gar nicht mehr so groß. So, und du machst so, dann ist es schwerer. Wenn du so machst, dann... Man sagt halt immer, man muss mit dem Flex arbeiten, aber das ist am Anfang so schwer.
Ja. Am Anfang ist schwer, aber das kommt irgendwann. Wenn man so in der Liga rumguckt, es gibt immer so eine Flexbanden. Ja. Das heißt, dass der Check auch nachgibt. Für Leichtgewichte wie mir ist natürlich ein bisschen doof, weil ich feder von der Bande ab und fliege natürlich richtig in die andere Richtung. Du musst halt immer aufpassen, dass du mit deiner Schulter checkst. Und nicht, wenn ich jetzt hier so einen Zweikampf gehe und dann so mit meinen Ellbogen in dein Gesicht, das ist halt immer eine Strafe eigentlich. Okay. Ja, also wir machen jetzt 5 Minuten individuell Warm-up. Einfach ein bisschen laufen, ein bisschen individuell, ein bisschen stretchen und so. Dann kommt Alessio nochmal dazu, unser Athletiktrainer, der noch ein bisschen sportspezifischer uns erwärmt. Und wenn wir das gemacht haben, dann geht's dann ans Harz und dann passen wir, Torwart einwerfen und dann geht's Training quasi los. Was ist genau der Unterschied zwischen Harz und normalem Ball? Fängst den Ball leichter, aber es ist halt gewöhnungsbedürftig, weil am Anfang bleibt er halt, ist es sehr extrem, aber macht halt eigentlich mehr Spaß mit Harz. Okay. Ja. Nee, genau, im Vergleich zu Eishockey ist halt so, die Torhüter haben halt noch Sackschutz, aber der Rest halt einfach nur Hose, Trikot, ein paar haben Unterziehklamotten, Schweißband oder so sowas. Armsleeve habe ich noch gesehen. Genau, Armsleeve oder so. So mit der Zeit, also je mehr Harz genutzt wird, desto mehr Dreck kommt halt auch drauf. Okay, okay. Und dann musst du den quasi entharzen. Wir haben da so hier diese schwarze Kugel auf dem Boden. Dann entharzt du den Ball und dann ist er halt wieder sauber, mehr oder weniger. Also, wenn du willst, können wir ein bisschen noch mal so passen, wenn du möchtest, damit du noch mal so ein bisschen dran gewöhnst. Ja, versuch doch. Also, einfach so ein bisschen. Genau. Ja, guck. Bei mir rollt er immer nach unten. Versuch nicht den Locker in der Hand zu halten und abzurollen. Wenn du mal versuchen willst, kannst du mal einen Dreher probieren. Ja, das schaffe ich niemals. Also, das schaffe ich niemals, was? Ja. Was ist denn, mache ich beim Dribbeln zum Beispiel? Ganz ist das so wie beim Basketball? Oder genau wie beim Basketball. Aber du darfst zum Beispiel beim Basketball, kannst du ja ein bisschen führen. Ja. Also hier führst du es sofort ab. Ja. Du darfst nur von oben die ganze Zeit prellen. Und der darf auch nicht höher als hier so. Also du darfst nicht so prellen. Da musst du immer so unten. Ja, hier so. Aber manche verprellen sich halt manchmal. Wenn du zu viel Harz am Ball hast, das ist auch für uns manchmal nicht geil. Ja. Ah, geht nicht, geht nicht. Ich brauche irgendwas anderes. Ich habe noch einen Wurf. Probier. Ja. Ja, genau, so von dem 9-Meter-Strich abspringen quasi. Ja, genau. Ja. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist, mit einem Harzball zu werfen. Also es ist ein sehr großer Unterschied. Ich habe jetzt hier nicht mit einem normalen Ball geworfen, aber früher mal. Und natürlich habe ich keine Chance gegen die Jungs, wenn wir ein 1 gegen 1 machen, egal ob offensiv oder defensiv. 7 Meter war auch schwer, aber ich glaube, dass es ganz okay war für das erste Mal. Ja, Lernkurve war auf jeden Fall da. Ne? Das ist ja immer so, wenn du das erste Mal einen Harzball in die Hand nimmst, dass das halt auch schwierig ist. Ja. Aber alles in allem kann man sagen, hast dich gut geschlagen, hast du gut gemacht. Ja, vielleicht sehen wir uns ja mal in der Eishockeyhalle oder du in der Handballhalle. Ja, ich werde vorbeikommen. Alles klar. Ja, hau rein. Dankeschön. Mann.